Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in Flusstal und schauen hier von unserem neu entdeckten Eisenerzvorkommen hier unten hinunter in unser ja durch den Fluss zweigeteiltes Dorf. Und ich hatte ja zuletzt gesagt, ich müsste nochmal schauen, wie man denn hier Eisenerz gewinnt. Das habe ich jetzt rausgefunden und dementsprechend werden wir uns das jetzt gleich mal zusammen anschauen. Zuvor haben wir allerdings noch ein bisschen was zu tun. Wir haben hier zwei Neuankömmlinge, die wir gerne nochmal bei uns willkommen heißen und wir werden hier beim Markt nochmal einzuordnen und werden dann ja, hier Beeren dann auch anbieten und eine Person den Weg blockiert. Ja, wie komme ich da hin? Ja, ich glaube, das hat sich schon wieder erledigt. Die zweite Person wollte ich hier zu einem Baumeister machen. Und auch unsere Nonne, die zwischenzeitlich arbeitslos war, die hat sich jetzt schon eine Beschäftigung gesucht, dadurch, dass wir hier momentan noch so ein bisschen verdeckt durch den Wald, aber hier ja eine Schreiberstube bauen, hat die sich jetzt schon dann auch entschieden, Schreiberin zu werden. Und die kann dann dort arbeiten, wenn das fertiggestellt ist. Ansonsten sehen wir, wir haben hier momentan relativ viele Baustellen. Das heißt, wir wollen da mal unsere Baumeister auch nicht überfrachten. Aber wie gesagt, das Thema Eisenerzproduktion wollen wir schon mal planen. Und dafür werden wir eine Sache hier machen im Almanach. Und zwar müssen wir dann hier die Werkzeugherstellung schon mal freischalten. Denn da haben wir dann die Möglichkeit, eine Köhlerei, eine Eisenschmelz und auch eine Schmiede zu bauen. Denn wir müssen natürlich das Eisenerz dann auch nutzbar machen, welches wir hier oben gewinnen. Und dann werden wir Kohle aus Holz herstellen, dann werden wir Eisen aus Kohle und Eisenerz herstellen und eine Schmiede. Und dann werden wir aus Kohle und Eisen dann Werkzeuge schmieden. Oh, und tatsächlich sehen wir da schon, dass das Eisenschmelze und Schmiede offensichtlich, seht mal, schon Berufe sind, wofür man gemeiner sein muss, um die auch ausüben zu können. Naja, 150, um das hier freizuschalten. Und dann war eigentlich mein Plan, jetzt haben wir hier diese ganzen Gebäude schon mal zur Auswahl, genau hier die Köhlerei, das sind aber bestimmt alles Gebäude, ja, das habe ich mir gedacht, die man nicht in seiner Nähe haben will. Die Schmiede auch. Deswegen war eigentlich mein Gedanke, wir haben ja hier eine Wohnzone, die wir vielleicht noch so ein bisschen ausweiten können, dass wir das dann aber hier so in dieser Ecke aufbauen. Dann können die Leute auch hier wohnen, dort arbeiten und der Weg zu dem Eisenvorkommen ist auch nicht so weit. Ich würde hier oben vielleicht ganz gerne nochmal einen Bauernhof auch errichten. Neuankömmlinge nähern sich, das ist gut. Denn da ist immer noch auch das Thema, weiß nicht, können wir es hier sehen. Na gut, wir haben jetzt 14 Mehl, 37 Weizen. Ja, das ist, glaube ich, in Ordnung, aber ich glaube, grundsätzlich könnten wir noch ein bisschen mehr Weizen gebrauchen. Gerade wird ja auch geerntet. Deswegen hier oben, das würde ich ganz gerne nutzen wollen für. Weil hier ist die Fruchtbarkeit auch hoch. Also nochmal für einen Bauernhof hier oben. Das glaube ich, können wir ganz gut machen. Und dann ist natürlich ein bisschen die Frage, wo bauen wir dann ein Lager, müssen wir aufbauen, wo das Eisenerz gelagert werden kann. Das müsste dann hier runtergebracht werden über die Brücke, die ja hier momentan auch fertiggestellt wird. Hier brauchen wir noch einen Baumeister. Und dann könnte das insgesamt hier entstehen. Wir haben jetzt auch wieder genug Geld. Darauf habe ich auch so ein bisschen gewartet, denn dafür müssen wir hier das Territorium kaufen. Das ist damit geschehen. Und dann lasst uns das mal anplanen. Wir gehen mal auf Logistik und werden hier ein Lagerhaus planen. Dafür werde ich jetzt aber nochmal das Thema Wohngebiet hier ein bisschen abschließen. Können wir das vielleicht hier so im Halbkreis nochmal ein bisschen ausweiten. Ich denke, über kurz oder lang werden wir hier auch
Hier haben wir hohe Attraktivität. Warum sollte dann da nicht auch gewohnt werden? Können wir es noch ein bisschen ausbeulen. Also über kurz oder lang werden wir hier auch noch eine Kirche, wahrscheinlich eine weitere, bauen müssen. So, das wollte ich aber ganz gerne sehen, die Zonen. Genau, dass wir hier nicht in unser Wohngebiet kommen. Vielleicht so, dass wir auch möglichst viel so im Wasser haben. Wasser ist, glaube ich, dann unrelevant. Also Lagerhaus. Dann hatten wir bei der Ressourcenproduktion hier die Köhlerei. Und hier ist jetzt ein bisschen die Frage, ob wir vielleicht hier sogar nochmal ein Holzfällerlager bauen. Auch das ist natürlich negativ beeinflusst. Aber ob wir hier, ich glaube, das ist gar nicht doof, nochmal ein Holzfällerlager bauen, was dann hier für die Köhlerei auch verantwortlich ist. Auf der anderen Seite müsste dann hier natürlich auch wieder aufgeforstet werden. Ne? Holz liegt hier. Warten wir nochmal ab. Haben wir momentan relativ viel zur Verfügung. Also die Köhlerei. Die setzen wir hier dann in die Nähe. Muss ja nicht so weit weg sein von dem Lager. Im Grunde könnte das Lager vielleicht auch so ein bisschen umschließen. Weitere Neuankömmlinge. Die werden wir nochmal hier drei Stück. Ist der dritte Marktstand fertig? Ne, noch nicht. Hier war ja ohnehin sogar noch einer mehr. Okay, dann werden hier zwei. Ah, die Holzbrücke ist fertig, sehr gut. Hier. Und schauen wir mal. Okay, das waren zwei Frauen. Dann haben wir jetzt schon zwei Nonnen mehr. Und dann war das noch ein Mann, der hier dann Baumeister wird. So, dann aber hier zurück zu unserer Planung. Die Köhlerei hatten wir jetzt. Dann die Eisenschmelze. Die sich hier so anschließen kann. Und zu guter Letzt die Schmiede. Zugang zu der Schmiede ist hier so. Oder können wir die so als zentralen Platz von diesen... Ja, dann stehen die alle drei so zusammen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Kostet 200. Wow. Also das ist nicht ohne. Und wir müssen natürlich dann auch überhaupt dafür sorgen, dass wir hier an Eisenerz kommen. Und da hatte ich ja gesagt, ich habe rausgefunden, wie das geht. Man muss das hier anklicken und dann kann man das hier bauen. Und zwar muss man dann hier die Eisenmine muss verbunden sein. Ja, wir wären bereit, es zu verbinden. Der Klostergarten ist auch fertig, sehr schön. Und hier kann man noch so einen Kran anbringen. Ah ne, das ist noch so ein kleines Lager, ne? So ein Rohstofflager. Ja, das ist gut. Das werden wir hier neben platzieren. Und möglichst weit hinten. Und dann haben wir hier noch so einen Kran. Den platzieren wir hier. Ja, und so ein Karren, ich glaube, das ist mehr... Ich weiß nicht, ob der was bringt. Das ist mehr so schmuckes Beiwerk. Das ist mehr so schmuckes Beiwerk, den platzieren wir nochmal hier. So ein weiterer Kran, das sieht dann, glaube ich, hier noch ganz gut aus. Auch dafür brauchen wir wieder Bretter. Und das wird gebaut. Sehr, sehr schön. Stichwort viele Baustellen. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Kloster, wo jetzt der Garten hier fertig ist. Zwei Schreiber.
freie Dorfbewohner zuweisen. Dafür müssen die Novizen sein. Scheinen die aber direkt mitzumachen irgendwie. Müssen wir dann auch irgendwo Kräuter erlauben? Würde ich mal zuweisen. Und dann wüsste ich momentan noch nicht, wofür wir Kräuter brauchen. Ich glaube, man kann Kräuter verkaufen. Ich war gerade schon richtig. Verkauf an sie Kräuter, an Northbury. Würde ich das einfach erstmal einstellen. Wo haben wir die Kräuter? Hier sind sie. Verkaufen alles, was über 5 ist, meinetwegen. So, was machen unsere Soldaten? Er ist immer noch verwundet. Na gut. Einwanderung ist hoch, das ist auch in Ordnung. Beim Kloster... Oh, das Skriptorium muss noch gebaut werden, da sind wir aber ja dabei. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch eine Nonne. Hier können wir jetzt sehen, wie sie arbeitet. Sehr schön. Ha, sehr gut. Und hier wird schon im Skriptorium gearbeitet, obwohl es noch gar nicht errichtet worden ist. Aber hier wird nur auf den Baumeister gewartet. Das dürfte dann relativ schnell gehen. Oder dann zumindest abgeschlossen werden. Okay. Was haben wir denn noch für Baustellen? Rohstoffe fehlen, das ist auf irgendeiner Baustelle. Ah, hier der Markt ist auch fertig. Dann können wir hier noch Brot zuweisen. Und gewöhnliche Kleidung. Dann brauchen wir hier nur noch 2 Marktarbeiter. Und wir sollten hier die Gebäude in Bau geben. Hier kostet das 10, das ist kein Problem. Wir werden das aber mal priorisieren. Können wir das hier überhaupt? Nee, irgendwie können wir das nicht... priorisieren. Das kostet schon 100, die Köhlerei. Bauen wir aber mal als nächstes. Und die Eisenschmelze 150, da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Ja, und wir warten auch auf die Zuwanderung, damit dann wir hier weitere Aufgaben, weitere Jobs übergeben können. Wie sieht es ansonsten aus mit den Ressourcen im Großen und Ganzen? Sehr in Ordnung. Was wir weiterhin sehr viel haben, ist gewöhnliche Kleidung. Aber das macht nichts. Huch. Haben wir hier ein schwebendes Kreuz? Ein Wunder. Das müsste doch den Klerus positiv stimmen. So, 2 Leute, die wir hier auf dem Markt arbeiten lassen werden. Dann kann das auch hier komplett versorgt werden. Hier ist bis auf Brot alles da. Das ist in Ordnung. So, behauene Steine sind immer noch relativ wenig. Und auch normale Steine sind relativ wenig. Wir hatten ja hier schon ein weiteres... weiteren Steinbruch auch gebaut, aber auch dafür brauchen wir Leute. Naja, wir hatten so eine Phase, wo wir tatsächlich mit der Zuwanderung fast gar nicht, ja, ich sag mal, gar nicht hinterherkamen. Oder beziehungsweise die vielen Leute, die kamen, gar nicht richtig versorgen konnten mit Arbeitsplätzen. Und jetzt könnten wir ein paar mehr Leute gebrauchen, als momentan kommen. Aber da sollten sich die Nächsten auf den Weg machen. Ah, und hier haben wir natürlich auch ein Steinvorkommen, wo wir auch so einen Steinbruch bauen könnten. Hat natürlich so ein bisschen den Vorteil,
Ich weiß nicht, ob das. Das hat, glaube ich, keinen negativen Einfluss auf die Produktivität, oder? Produktivität, sage ich schon, auf die Attraktivität. Wenn wir hier einen Steinbruch bauen. Na doch, okay. Hätte es doch, könnten wir aber so auf diese Seite machen. Das ist aber außerhalb des Territoriums. Ist es insgesamt. Okay, dann werden wir den noch nicht in Angriff nehmen. Was wir mal in Angriff nehmen werden, ist die Eisenschmelze. Und dann für 200, nee, dann haben wir zu wenig Reserve, die Schmiede. Naja, unsere Fischer sind aber auch schon weit gefahren. Vielleicht war hier das Fischvorkommen, musste sich erstmal erholen. Ist ja gut, dass die das nicht überfischen hier an der Stelle. Hier werden weitere Häuser gebaut. Ah, und das Skriptorium ist fertig, sehr schön. Ja, ich finde, das passt sich hier schön ein. Ich mag diese Mischung, also auch so in der Realität, so die Mischung aus Stein und Holz irgendwie, das finde ich immer, ist irgendwie richtig, richtig schön. Und damit müssten wir beim Kloster jetzt nur noch eine weitere Nonne haben. Und ich denke, wenn hier die weiteren Einwanderer, ist da schon jemand unterwegs? Naja, momentan scheint das nicht der Fall zu sein. Da wird ja sicherlich eine weitere Dame dabei sein, die dann hier auch im Kloster arbeiten kann. Vielleicht können wir aber den Klostergarten noch ein bisschen ausbauen. Dass wir hier nochmal ein weiteres Hochbeet für Kräuter bauen. Da kann man von einer Seite ran. Finde ich das eigentlich besser, wenn die da so von innen ran könnten. So. Und dann hier auch nochmal für Beeren. Bauen wir das auch noch mal. So, jetzt sind weitere Neuankömmlinge unterwegs. Das ist doch sehr gut. Es gibt weiterhin viel zu bauen. Uns, glaube ich, auch nicht überfrachten. Aber hier die Schmiede, die können wir jetzt auch schon mal in Auftrag geben. Es wird jetzt alles seine Zeit dauern. Wird hier schon gebaut. Ja, wir sollten hier auf jeden Fall, ich glaube, wir haben noch einen freien Baumeister, ne? Ja, da sollten wir auf jeden Fall jemanden zuordnen. Schauen wir mal insgesamt bei den Gebäuden. Ja, hier werden noch welche gebaut. Hier könnten wir auch noch einen Träger gebrauchen. Und Soldaten könnten wir eigentlich auch noch weitere ausbilden. Aber Priorität hat erstmal das Kloster und die Bauhütte. Man würde den Träger nicht schaden. Und dieses Gebäude hier sieht ja auch schon wirklich schick aus. Wer wohnt denn da? Estand und Hude. Der Marktplatz ist jetzt auch bald fertig hier. Sehr schön. Ehrlicherweise wäre es ja auch schick, wenn wir hier noch. Ich weiß, wir haben hier mehrere Brunnen. Brunnen müsste ja auch noch gebaut werden, aber so in der Mitte des Marktplatzes. Und mal hier so eine. Noch so ein Strauch. Oder so ein Zier. So ein Zierbaum in die Mitte, wo die Leute sich dann treffen können im Schatten des Baumes. Den setzen wir hier nochmal hin. Der kann dann da nochmal wachsen. Dann kann man sich unter den Baum setzen. Kann dort mit den Nachbarn, mit den Dorfältesten so ein bisschen sprechen. Wie sieht es denn hier aus? Die Sachen sind alle da. Das ist in Ordnung. Und wir haben auch Platz für weitere Stände.
So, hier kommen unsere Neuankömmlinge. Sehr gut. Ja, ich habe mal gerade geschaut in den Sägewerken, weil ja so ein bisschen Bretter, ich will jetzt nicht sagen Mangelware, das wäre sicherlich übertrieben, aber entschuldigt, ich kämpfe irgendwie immer noch mit den Ausläufern einer Erkältung. So, das sind sogar zwei, nee, das sind mehrere, ne? Ach, das sind ganz viele hier, sehr gut. Ihr seid uns alle willkommen. Sehr schön, und damit haben wir das Kloster errichtet. Ihr habt ein Kloster errichtet. Kräuter können auf den Märkten einen guten Preis erzielen und Manuskripte sind wichtig, um Novizen auszubilden oder so etwas stand da sicherlich. Sehr gut, okay. Dann haben wir jetzt noch drei Beschäftigung übrig. Wir wollten hier noch einen Baumeister. Tutfeld wird mal Baumeister. Und dann hatten wir wo noch Aufgaben? Wir werden die selbst machen. Dann werden wir hier noch einen Träger zuweisen. Und ich glaube, das letzte ist eine Dame. Nee, offensichtlich nicht. Das funktioniert nicht. Kann man nicht dem Kloster übergeben. Dann als Bergarbeiter. Warum erstmal nicht? So, hier ist der Markt fertig. Sehr schön. Ja, hier ist das jetzt so mit der Pracht. Echt immer so eine Sache. Weil dass unsere Märkte so prachtvoll sind, finden das immer die anderen Stände nicht so gut. Allerdings so richtig was Prunkvolles hier jetzt für das Militär vor. Schatzkammer hier können wir noch bauen. Nebengebäude ohne Funktion. Müssen wir da vielleicht nochmal was freischalten beim Königreich? Das Prunkpaket fürs Militär vor. Dafür bräuchten wir aber 5 Ansehen. Das sollten wir vielleicht als nächstes mal machen. Aktuell ist unser Vogt allerdings noch dabei, den Klerus zu beeinflussen. Ist allerdings auf dem Weg zurück. Okay, dann sollten wir als nächstes das Königreich beeinflussen. Den König mal so ein bisschen auf diplomatische Mission unseren Vogt schicken. Und dann, dass wir hier mal ein Prunkpaket dann uns beschaffen können für das Militär vor. Wie ist es denn beim Klerus? Da haben wir schon mal zumindest das Prunkpaket für die Dorfkirche. Und hier die Zierelemente für das rustikale Kloster. Das wäre sicherlich auch nicht falsch. Sollten wir tun, sobald wir genug Ansehen beim Klerus haben. So, jetzt haben wir immer noch 8 Baustellen. Das sind hier 1, 2, 3. Naja, hier auch die Beete. Gut, das dürfte jetzt relativ schnell gehen. Okay, aber ich kann jetzt pro Kräuterbeet kann tatsächlich eine Nonne arbeiten. Das heißt, wir können hier 3 Schreiber am Ende tatsächlich. Tatsächlich jetzt schon 7 Nonnen beschäftigen. Ja, ich denke, das sollten wir dann auch erstmal tun. Was wir denen vielleicht auch mal gönnen sollten, wäre hier nochmal so ein Brunnen, oder? Vielleicht hier so zentral. Ich
weiß nicht, ob die sonst immer so weit laufen müssen, um sich hier auch noch andere Dinge zu holen. Die werden ja auch Nahrungsmittel oder sowas brauchen. Bauen wir hier auf jeden Fall nochmal einen Brunnen. Ich glaube, für die Soldaten ist okay. Ja, schaut mal, die laufen hierher. Das kann man wohl machen. Aber dann müssen natürlich die Nonnen auch immer hier bis ins Dorf laufen, um sich ansonsten mit anderen Dingen hier zu versorgen. Ja, ich denke, das ist auch okay. Welcher Brunnen mir nicht mehr so ganz gefällt, ist dieser hier. Können wir hier unser. Können wir das überbauen? Ja, das, ich glaube, das geht. Also, vielleicht sieht es am Ende ein bisschen komisch aus, aber hier so ein Brunnen im Zentrum finde ich eigentlich schöner. So, jetzt haben wir beim Klerus. Sehr gut. Oh, ein Verwalter des Bischofs ist auch hier auf dem Weg. Ach, das ist der untere. Das ist nicht das Ansehen oben, sondern das ist das Ansehen und das ist jetzt bei minus 12. Das war der Einfluss. Oh, das habe ich ja schlecht eingeschätzt. Also auf jeden Fall werden wir unseren Vogt jetzt nochmal zum König schicken. Aber wie kriegen wir denn das Ansehen hier so erhöht, dass wir dieses Prunkpaket freischalten können? Schauen wir mal, was der Verwalter des Bischofs sagt. Vielleicht kann der uns da helfen. Einen Gläubigen willkommen heißen. Dem Bischof gefällt, dass sich eine neue Siedlung dem klösterlichen Glauben zuwendet. Er will euch, seinen neuen Vasall, helfen. Daher stellt er euch seinen Verwalter zur Seite, der euch unterstützen soll. Was plant ihr als nächstes? Ich will Reichtum aus dem Handel. Unser Glauben ist alles, was ich brauche. Ich will ein prächtiges Kloster bauen. Da bekommen wir dann Holz und Steine als Belohnung. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Einfluss innerhalb des Klerus, das ist sicherlich nicht schlecht. Oder Reichtum aus dem Handel, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir entscheiden uns hier mal für den Einfluss. Allerdings hilft uns das auch nicht weiter, ne? Der über die Obergrenze hinaus gewonnene Einfluss sinkt mit der Zeit auf diesen Wert ab. Euer Ansehen erhöht die Einflussobergrenze des jeweiligen Standes. Sind wir immer noch dabei? Warum wird das jetzt so angezeigt? Na gut. So, hier haben wir noch einen Neuankömmling. Das war eine Dame. Die werden wir. Hier zufügen. Das ist aber ja schwierig. Wie? Wir haben die Dorfkirche nicht geändert. Ja, das Holzkreuz sieht irgendwie komisch aus. Hier das Schwebende. Das werden wir nochmal wegnehmen. Und dann werden wir den Turm nochmal bearbeiten. Denn das? Jetzt.
Funktioniert's? Drehen wir es mal hier unten und hoffen, dass es dann. Nee. Kriegen wir denn das Ansehen beim Klerus hier so erhöht? So mal eine richtig prunkvolle. Das ist ja so ein bisschen ein Teufelskreis. Holztor, steinerner Glockenturm. So, der Klostergarten ist jetzt wieder fertig. Damit können wir hier, glaube ich, auch noch mal. Nee, das kommt hin. Das kriegen die jetzt irgendwie. Zwei Sammlerinnen hier, zwei Kräuterkundige. Okay. Steht ja einmal überstellt, wird ein Dorfbewohner nur noch für das Kloster leben und arbeiten. Naja, das ist auch in Ordnung. Ein Kurier nähert sich. Wir könnten hier noch ein bisschen was machen. Können hier noch so ein Holztor vorsetzen. Wobei, dafür müssen wir erst die Tür wegnehmen. Oder wir könnten ein Tor hier auf die Seite, dann könnte man von jeder Seite die Kirche betreten. Ja, so doof finde ich, sieht das auch gar nicht aus. Bringt uns hier dann immer noch mal zwei mehr. Bauen wir das. Hier ist der nächste Kurier unterwegs. Was machen denn unsere Baustellen? Wie sieht es denn hier oben aus? Alle Ressourcen verfügbar. Aber es hat sich noch niemand gefunden, das hier zu bauen. So, was möchte der Kurier? Versorgt die Wandermönche. Eine Gruppe Wandermönche möchte für den bevorstehenden Weg ihre Vorräte aufstocken. Derweilen Sie nicht viel zum Spenden haben, versprechen Sie nur Gutes von eurer Großzügigkeit zu verbreiten. 50 Beeren im Lager. Stattdessen ein paar Münzen. Ja, ich glaube, mit den 50 Beeren im Lager, das könnte schwierig werden. Wir geben den Mann ein paar Münzen und bekommen dann hier 5 Einfluss beim Klerus nochmal als Bonus. Ändert aber hier nichts an dem Prunk. Weitere Neuankömmlinge sind unterwegs. Haben wir vielleicht zufällig schon mal ein paar Kräuter? Ja, tatsächlich, 3 Kräuter, sehr schön. Oh, wie sieht es denn aber auf diesem Markt aus? Ja, geht so, ne? Könnte besser sein. Die Nahrungsproduktion, die macht mir so ein kleines bisschen Sorgen, wenn wir so viel Nahrung hätten, wie wir Hemden hätten. So, der Brunnen ist fertig. Wie sieht das jetzt aus? Ja gut, man sieht die Lager hier in der Mitte, aber ich finde es irgendwie schöner, den Brunnen in der Nähe zu haben. Also sozusagen im Zentrum hier des Marktes, den nehmen wir mal weg. Ja, ich habe auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, hier unser Gutshaus noch mal so ein bisschen auszubauen, aber das wäre ja noch mehr Prunk für die Arbeiterschaft. Die Schmiede ist jetzt fertig, sehr schön. Und damit würden wir hier noch einen größeren Malus bekommen. Also wir müssen auf jeden Fall mehr Kirchenprunk irgendwie hinbekommen. Da sind wir hier schon dabei. Und vielleicht sollten wir dann hier nochmal eine relativ prunkvolle Kirche errichten. Vielleicht hilft die uns an der Stelle. So, hier ist das Lager fertig und hier ist auch schon
Die Schmiede fertig. Ah, das ist jetzt fast ein bisschen enger geworden, als ich das haben wollte. Na gut. Was können wir denn hier jetzt schon zuweisen? Eisen, Kohle, Eisenerz und Werkzeuge. Das ist ja im Grunde am Ende auch das, ne? Eisenerz, Kohle, Eisen und Werkzeuge. Werkzeuge lasse ich nochmal weg, die würde ich ganz gerne weiterhin erstmal zentral hier in diesem Lagerhaus lagern, bevor wir da dann die eigenen produzieren. Da brauchen wir auch da keine mehr kaufen und auch da würden wir wieder sehr, sehr viel Geld einsparen. So, das ist dann eine relativ lange Folge jetzt geworden und wir schauen mal hier von unseren neuen Betriebsstätten für die Werkzeugherstellung mal direkt der Blick durchs Flusstal hier auf unsere wunderschöne Siedlung, mit der es dann in der nächsten Folge weitergeht. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.